Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo, ein Geburtshoroskop-Analyse nach westlichen Astrologie. Liebe Asuaria, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Geburtshoroskop-Analyse nach westlichen Astrologie Teil 2. Im ersten Teil habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese Häuser, was ich nicht gerne als Häuser bezeichne. Ich würde eher sagen, das sind Räumlichkeiten oder Lebensbereichen oder Felder, ist mir auch noch sympathischer. Also ich werde das als Lebensbereiche bezeichnen. Und wir starten. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen und den ersten Lebensbereich symbolisiert dieser Osthorizont. Das war dein Geburtsmoment. Hier ist die Tierkreiszeichen Waage, aber wirkt nicht nur in ersten Lebensbereichen, sondern auch im 12. Lebensbereichen. Und das kannst du so vorstellen, dass die Tierkreiszeichen Waage ist wie ein Sonnenaufgang in Osthorizont aufgestiegen und du warst noch im Mutterleib. Und etwa eine Stunde später bist du geboren, aber immer noch in Tierkreiszeichen Waage. Und jeder Lebensbereich hat ein Tor. Ich nenne das als geheime Tore. Und die Tor zu deiner Persönlichkeit öffnet sich mit Waage. Du bist ein Kind davon. Das beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Die Waage ist sehr harmoniebedürftig und liebt das Schöne. Und das ist sehr weiblich, weil über die Tierkreiszeichen Waage herrscht Venus. Und das ist die Liebesplanet, das macht dich auch liebenswürdig. Und Venus ist eine weibliche Energie. Also das bedeutet, du strahlst sehr viel Schönheit, Ästhetik, Weiblichkeit aus. Und so bist du auch wahrgenommen. Du achtest auch auf den gepflegten Erscheinung und das ist für dich sehr, sehr wichtig, die Schönheit. Die Waage Geborenen, aber auch so wie du mit Aszendent Waage, vertreten auch die Gerechtigkeit. Also du hast auch Gerechtigkeitssinn. Der einzige Nachteil, was die Waage vermittelt, wenn man alles zu lange in diese Waageschale legt und das macht etwas unschlüssig. Oder wenn man versucht, jeder recht zu machen, weil man möchte niemand verletzen, Waage neigt zu Harmonie. Und wenn du dich mal durchsetzt, dann ist es auch möglich, dass du das bereust. Und willst du das wieder in Ordnung zu bringen, in Harmonie zu bringen und entsteht ein gewisses Schuldgefühl oder schlechtes Gewissen. Also das sind die Schattenseite, könnte ich sagen, für die Tierkreiszeichen Waage. Ansonsten ist wunderbar, weil die Waage vermittelt so viel Schönheit und Harmonie und Kunst und Kreativität auch. Der zweite Lebensbereich, hier handelt es sich um Werten und Wertschätzung, Selbstwert,
Gefühl und Finanzen. Dieser Tor öffnet sich mit Skorpion, aber die Tierkreiszeichen Skorpion hat noch eine Färbung auf deine Persönlichkeit. Also Skorpion mischt sich ein auf diesem ersten Lebensbereich und das bedeutet eine Art mystische, magische Ausstrahlung, könnte ich sagen, eine magische Anziehungskraft, bisschen geheimnisvoll und erotisch. Die Sexualität, Thema Sexualität, ist in Verbindung mit Tierkreiszeichen Skorpion. Und das beeinflusst deinen ersten Lebensbereich, dein Auftreten, deine Ausstrahlung und gehört zu deiner Natur. Das heißt, du hast auch diese erotische Ausstrahlung. Die dritte Lebensbereich in früheren Jahren sei die Schulbildung. Oder wie hast du dich gefühlt in die Schule, wie warst du da wahrgenommen? Später zeigt sich auch etwas wahrnehmen und lernen, also auch Seminaren und Schulungen und Wissen vermitteln und Wissen aneignen, aber zeigt auch Informationen durch Medien, durch Internet und auch die Kontakte zum Verwandten, Geschwister, Nachbarn, vieles Neues entdecken in vertrauten Umgebung. Und dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Schütze, aber dieser Tierkreiszeichen Schütze hat noch eine Färbung auf deinen zweiten Lebensbereich. Und das ist die Feuerelement, die Begeisterung, die Aktivität, die Bewegung. Und hier bewegt sich einiges, zeigt auch Interesse an Wissen, an Lernen. Dann sind wir in den tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche das mit einem Baum und das Wort bedeuten, das ist die Wurzel des Baumes. Und wir Menschen brauchen diese Wurzel zum Wissen, wo gehöre ich hin, was gibt mir Halt im Leben. Und hier sind Themen wie die Ahnen, die Vorfahren, die Traditionen, die Herkunft und zeigt auch unserem Zuhause. Und das ist die Basis, das ist die Fundament. Und auf dieses Fundament können wir bauen, weil das gibt uns Halt im Leben. Und dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock pflegt etwas Traditionelles und bewahrt das Alte. Das könnte ein Hinweis sein, dass du liebst alte Häuser oder Antiquitäten. Dazu kommt noch die Färbung von Wassermann und das ist eher das Moderne. Also beide, das ist wie eine Mischung, das entspricht deinem Geschmack und du, so fühlst du dich wohl in deinem eigenen Zuhause. Etwas Außergewöhnliches, etwas, ich könnte sagen Designmöbel, aber gemischt mit Antiquitäten. Wassermann öffnet sich den Tor zu dem fünften Lebensbereich, wo um Kinder geht. Aber hier liegt auch unsere schöpferische Kraft und die Energie, das Leben spielerisch betrachten, das Leben genießen. Bedeutet Lebensfreude. Der sechste Lebensbereich öffnet sich den Tor mit Tierkreiszeichen Fischen, aber hat noch einen Einfluss auf den fünften Lebensbereich. Der siebte Lebensbereich öffnet sich mit Widder, hat aber einen Einfluss auf den sechsten Lebensbereich. Der sechste Lebensbereich ist die Pflichten, die Arbeit, die Gesundheit und der siebte Lebensbereich ist die Partnerschaft.
Die achte Lebensbereich öffnet sich mit Stier, aber hat noch eine Färbung auf dem siebten Lebensbereich, auf die Partnerschaft. Die neunte Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge und hat noch einen Einfluss auf den achten Lebensbereich. Hier bei achten Lebensbereich handelt es sich um Wandlung, Transformation, aber auch das Loslassen, liegt auch die sexuelle Energie, hier wirkt die Pluto-Kraft und bedeutet auch Ämten, ämtlichen Themen wie Finanzamt oder Steuerberater oder Erbschaft oder Gericht. Also solche Themen gehören auch noch zu diesem Bereich. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen, hat mit Ausland, Auslandskontakte auch etwas zu tun und höheren Bildung, Studium bedeutet auch die inneren Reise, die Suche nach Gott, Religion oder Suche des Sinn des Lebens. Die zehnte Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes. Das höchste, was wir erreichen können, das ist das Krone des Baumes. Das sind unsere Ziele und hier liegt auch unsere Berufung. Und diese Tür öffnet sich mit Krebs, aber Krebs hat noch eine Färbung auf dein neunten Lebensbereich. Die Krebs symbolisiert etwas Familiäres. Das kann natürlich bedeuten, dass dein Ziel entspricht, aber hat mit Selbstständigkeit auch etwas zu tun wie die Familienbetrieb. Die elfte Lebensbereich öffnet sich mit Löwe und hat noch einen Einfluss, eine Färbung auf den zehnten Lebensbereich. Und das zeigt Öffentlichkeit, zeigt auch dieses Bedürfnis wahrgenommen werden. Die zwölfte Lebensbereich, wo die Geheimnisse liegen, aber auch unseren geheimen Feinden, hier öffnet sich den Tor mit Jungfrau und die Jungfrau hat noch eine Färbung, einen Einfluss auf den elften Lebensbereich, wo um Freundschaften geht, aber auch unseren Hoffnungen. Sonne befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Waage, aber nicht im ersten Lebensbereich, sondern im zwölften Lebensbereich und Mond auch. Sonne und Mond bilden sich hier im Waage eine sogenannte Konjunktion. Und das heißt, Sonne und Mond waren zusammen in dein Geburt und das heißt Neumond. Du bist im Neumond geboren. Im Neumond ist Mond für uns unsichtbar, weil Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt Licht von der Sonne. Und wenn die beiden sich treffen, so wie in dein Geburtstag oder dein Geburtsmoment, das heißt, sie sind zusammen, sie wirken zusammen, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten. Für uns erscheint unsichtbar. Diese Momente, und da hast du einen persönlichen Bezug dazu, sind sehr wichtig, weil das bedeutet ein gewisser Rückzug. Besonders hier im zwölften Lebensbereich ist für dich das sehr wichtig, dieser Rückzug, weil dann spürst du deine inneren Kraft, dann
hast du einen Bezug zu deinem Inneren durch eine Art meditative Haltung und das gibt dir Kraft, Halt und Klarheit. Bei jedem Entscheidungen tut dir das gut, wenn erstmal zurückziehst und meditierst darüber und dann hast du die richtige Entscheidung auch. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau, aber auch im 12. Lebensbereich. Merkur wirkt sehr gut in Tierkreiszeichen Jungfrau, weil Merkur herrscht über die Tierkreiszeichen Jungfrau und das zeigt deine Intelligenz, auch dein tiefes Wissen und die Jungfrau untersucht das auch. Und hier im 12. Lebensbereich bedeutet das auch in die Tiefe schauen, aber nicht nur das, sondern hier im 12. Lebensbereich gibt es auch karmische Themen und es würde bedeuten, dass du dieses tiefes Wissen hast in dir, weil das hast du in früheren Leben angeeignet. Du hast diese Weisheit in dir. Dieser 12. Lebensbereich hat noch etwas zum Sagen. Es ist sehr geheimnisvoll. Hier handelt es sich um tiefen Geheimnisse. Auch die Begabung, die Geheimnisse zu entdecken, wie ein Detektiv, immer hinter den Kulissen schauen. Natürlich entsteht vielleicht sogar eine gewisse Misstrauen, wo man vermutet, oh, das könnte ein Geheimnis sein. Aber diese Begabung hast du und das ist für dich sehr, sehr stark prägt deine Persönlichkeit, dein Wesen, weil Sonne, Mond, Merkur sind sehr ausschlaggebend auf dein Wesen, auf deine Charakterzüge auch. Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert die Mutter und Merkur symbolisiert das Kind. Mutter, Vater, Kind, eine enge Verbindung hier kann sogar ein Hinweis sein auf eine karmische Verbundenheit. Und das ist eine hervorragende Energie hier, die tiefe Geheimnisse zum Entdecken. Aber hier gibt noch eine wichtige Botschaft für dich. Und das kann ich folgendermaßen erklären. Stell dir vor, die Tierkreiszeichen Jungfrau mit Merkur steigt in Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang, und du bist noch im Mutterleib. Dann steigt die Tierkreiszeichen Waage mit diesem Neumond, mit Sonne und Mond, auch in Osthorizont auf und du bist immer noch im Mutterleib. Und kurz danach kommt die Geburt. Die sind ganz nah, könnte man sagen, die begrüßen dich im Erdenleben, weil hier symbolisiert das dein Geburtsmoment und die sind bei dir ganz nah. Und ich bin ganz sicher, dass vor unserer Geburt, so etwa 2 Stunden vor unserer Geburt, bekommen wir wichtige Botschaften oder Eindrücke. Das sind die Geheimnisse, da wird das geflüstert. Und besonders, wenn hier Sonne, Mond oder Planeten steht, natürlich hast du einen Bezug zu diesem Themen auch. Also das ist sehr, sehr geheimnisvoll. Und wie soll ich das erklären?
Was wichtig ist für dich zu verstehen, dass all das, was hier wirkt, Sonne, Mond, Vater, Mutter, Prinzip und noch die Merkur-Energie dazu, du als Kind, aber das prägt auch dein Wesen, deinen Gefühlen, dein Selbst und deine Intelligenz, dein Wissen, all das ist ganz nah und du bist noch im Verborgenen, immer noch im Mutterleib. Und diese Energie bleibt im Verborgenen. Wenn du einen Beruf ausübst, wie zum Beispiel Geheimdienst oder Detektiv oder Tiefpsychologie, wo du die Geheimnisse des Lebens erforschen musst, dann hast du hier ein hervorragendes Talent. Wenn du aber dein Alltag leben möchtest und anderen Bereich arbeitest und du möchtest wahrgenommen werden, dann ist das für dich sehr schwierig, weil das ist wie in Schattenseite zu sein und entsteht bei dir oft das Gefühl, du bist übersehen. Weil das fühlt sich an, wenn das alles noch ungeboren wäre, immer noch im Mutterleib. Und wenn du das Gefühl hast, du bist übersehen oder nicht richtig wahrgenommen, dann kommt dein Aszendent, die Waage-Energie, da machst du dich hübsch, möchtest Aufmerksamkeit oder beschenkst du jemanden, bist du großzügig zum anderen. Du versuchst, dich beliebt zu machen, dass endlich entdeckt wirst, dass du endlich mal wahrgenommen wirst. Und hier gibt es eine Aufgabe, diese planetarischen Kräfte neugeboren. Bei Sonnenenergie ist wichtig, zu deinem Selbst stehen und dein Herz stärken. All das, was dich begeistert, diese Herzensangelegenheiten leben und das vermitteln und in Ausdruck bringen, hol deine Sonne raus, diesen Glanz und stell dich im Mittelpunkt. Was die anderen denken und sagen, wenn das um dein Selbst, um dein Wohlbefinden geht und du verletzt damit niemand, dann kann das egal sein. Bei Mondenergie handelt es sich um deinen Gefühlen und deine Intuition. Wenn dein Gefühl sagt, das ist richtig, dann handel danach. Hör auf dein Gefühl und auch dein Verstand und verwirkliche dich. Und so kommst du im Glanz wie ein Neugeburt und Merkur zeigt die Jugend, diese jugendliche Ausstrahlung, die Bewegung. Und wirst du merken, etwas verändert sich in deiner Umgebung, etwas verändert sich in dein Leben und dann steigst nach oben, dann bist du wahrgenommen. Und das ist für dich wirklich sehr wichtig, weil Löwe steht da ganz oben und Löwe vermittelt Glanz. Was noch hier wichtig ist bei dieser Position, das ist die Schwangerschaft. Das kannst deine Mama fragen, wie hat sie die Schwangerschaft erlebt? Was passierte? Weil Planeten oder Sonne und Mond in diesem Lebensbereich, bei diesem 12. Lebensbereich, vermittelt karmischen Themen als eins, aber vermittelt auch die Zeit der Schwangerschaft. Was passierte während der Schwangerschaft? Bei Merkur-Energie handelt es sich um Verbindungen, Kontakte, Kommunikation oder eine Nachricht. War eine wichtige Nachricht,
was bei deiner Mama was ausgelöst hat in dieser Zeit, weil deine Mama überträgt die Energie, also jede Mutter überträgt die Energie auf das Ungeborene des Kindes. Und bei Sonne, Mond, das ist deine Eltern, symbolisiert auch deinen Eltern, könnte sein, dass dein Vater vielleicht eher zurückgezogen hat und bei deiner Mama entstand eine gewisse Unsicherheit. Also das kannst du mit ihr klären, warum ist das diese Position, aber versuche das Positive daran sehen und das ist wirklich eine hervorragende, wunderbare Talent, was hier versteckt, dein Wissen, dein tiefes Wissen. Und das würde bedeuten, in die Tiefe schauen und die Geheimnisse zum Sehen entdecken, was andere nicht sehen, weil die anderen haben diese Begabung nicht. Natürlich gibt es Horoskope, wo auch solche Position zeigt. Sie haben diese Begabung auch, aber das ist nicht typisch. So, jetzt gehen wir weiter. Venus befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Waage und wirkt auf deinen ersten Lebensbereich, also wirkt auf dein Aussehen und diese Venus zeigt die Schönheit und auch die Gepflegtheit. Du liebst das Schöne, besonders im Waage kommt Venus sehr im Ausdruck. Venus herrscht auch über die Tierkreiszeichen Waage. Das zeigt deine Weiblichkeit, dein Schönheitssinn, deine Ästhetik und dein schönes Aussehen. Natürlich auch die Begabung wie Kunst und Kreativität. Mars ist die Kraft und mit diesem Kraft können wir vieles bewirken im Leben und uns durchsetzen. Mars ist eine männliche Energie, aber das haben wir Frauen auch. Wie setzt du dich durch im Leben? Das ist im Schütze, im dritten Lebensbereich. Also schon im Schütze, aber hier im dritten Lebensbereich. Und das zeigt deine Kraft, die Bewegung und die vielen Kontakte. Mars hat auch einen Bezug zu männlichen Personen. Wo kannst du dich begegnen mit jemand? Das könnte in deiner vertrauten Umgebung oder durch Schulungen oder durch Internet. Aber die Schütze zeigt auch etwas und das ist eher die Ferne und Ausland. Also das ist auch sogar möglich, aber was wichtig ist bei der Schütze-Energie, die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und da liegen unsere Wünsche. Und wenn wir diese Wünsche als Ziel setzen, dann haben wir Orientierung und für dich ist das enorm wichtig, da deine Kraft einsetzen, konzentriert bleiben und dein Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Bedeutet auch deine Wünsche nach Liebe, Partnerschaft und dann ist mit dieser Schütze-Energie ist wichtig, dass du das nicht aufgibst, sondern daran glaubst. Jupiter zeigt die innere Größe. Jupiter vertritt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und öffnet unseren Augen auch auf den Ungerechtigkeiten. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und wirkt im dritten Lebensbereich. Jupiter vermehrt auch vieles.
Und Jupiter zeigt auch die Weisheit. Und gerade hier bei drittem Lebensbereich, wo auch um die Schulungen geht, das wäre für dich eine Möglichkeit, etwas zu gründen, dein Wissen zu vermitteln oder veröffentlichen oder Seminare halten. Und Jupiter, diese Jupiter-Energie zeigt auch die Weisheit und diese Begabung hast du, das haben wir hier geklärt. Jupiter vermehrt auch etwas, also das sind die Kontakte, Kontakte durch Medien oder durch Internet, aber die Steinbock bremst das bisschen. Saturn erteilt Lernaufgaben und Saturn befindet sich in Skorpion im zweiten Lebensbereich und hier hast du die Lernaufgabe. Die Skorpion bedeutet Wandlung, Transformation und zeigt die innere Kraft. Und sei mit deiner Kraft bewusst, sei mit deiner Größe bewusst und steh zu deinen Werten. Die zweite Lebensbereich bedeutet auch Selbstwertgefühl. Und wenn das verinnerlichen kannst und hier hast du die Lernaufgabe, dann verbessert sich sogar die Finanzen. Wenn du nicht zu deinen Werten stehst oder sagst sowas, ich habe das nicht verdient, ich bin nicht gut genug, das bremst dich auch finanziell. Sondern ändere solche Gedankenmuster und sag, ich bin es wert, ich nehme das in Besitz, ich bin wertvoll, ich habe das verdient. Das stärkt dich innerlich und das ist diese Wandlung und deine Lernaufgabe und verbessert sich deine Finanzen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen in unserem Leben. Uranus ist im Schütze im dritten Lebensbereich. Hier im dritten Lebensbereich im Schütze, so wie dein Mars auch. Und das kann ein Hinweis sein, dass du außergewöhnliche Art und Weise einen bestimmten Mann kennenlernst oder sogar mehreren Männer kennenlernst. Uranus zeigt Lebensumstände, was ungewöhnlich ist, außergewöhnlich und oft kommt das plötzlich und unerwartet, wie ein Blitz. Neptun zeigt die Träume, die Visionen, befindet sich genau hier im Schütze und wirkt im dritten Lebensbereich. Mars, Uranus, Neptun, alle im Schütze und hat einen Einfluss auf den dritten Lebensbereich. Pluto gibt dir die innere Kraft und Pluto ist auch die Kraft der Transformation, befindet sich bei dir in Skorpion und wirkt auf den ersten Lebensbereich. Also Saturn ist auch im Skorpion, aber Saturn beeinflusst dein zweiter Lebensbereich, wo um Werten geht. Und Pluto ist auch im Skorpion, aber wirkt mehr auf deine Persönlichkeit. Und Pluto bedeutet die innere Kraft, diese Macht zu haben. Das zu beherrschen, dein Selbst beherrschen, dein Leben beherrschen, deinen Gefühlen beherrschen. Und wenn du das verspürst, diese Pluto-Energie an dir, dann hast du diese Macht über dir selbst, über dein Leben. Bei Pluto-Energie ist wichtig das Loslassen. Weil so kann Pluto konzentriert in dieser Kraft zu bleiben. Und Pluto loslässt, verabschiedet von allem, was diese Kraft raubt. Wenn das nicht so ist, dann fühlst du dich kraftlos, wie ausgeliefert zum anderen
und du neigst dazu, dich beliebt zu machen. Du kannst aber nicht zu jeder beliebt zu machen. Wir können nicht jeder Gefallen tun, sondern versuche das einordnen. Chiron ist in dein Horoskop rückläufig und befindet sich in Zwillinge im Grenzbereich zwischen 8. und 9. Lebensbereich, hier im Zwillinge, und wirkt auf beiden Lebensbereich. Und Chiron ist rückläufig, hier hast du karmische Themen. Nicht nur Chiron befindet sich hier, sondern auch die aufsteigenden Mondknoten, was dein karmischen Weg zeigt, was deine Seele ausgesucht hat. Chiron zeigt, wo weh tut, was uns verletzt und bringt Heilung. Und das ist diese Transformation, dass du zu diesem Heilung kommst. Und hierbei der 9. Lebensbereich könnte für dich eine höhere Bildung sein im Bereich Medizin. Das könnte für dich eine Richtung sein, wo deine Berufung liegt, der medizinische Bereich. Oder hast du diese Heilenergie und das könntest natürlich für anderen auch vermitteln. Hier im 9. Lebensbereich handelt es sich um Schulungen. Und einige Planeten zeigen in diese Richtung, dass du diese Begabung hast, dieses tiefes Wissen, die Weisheit bei Kommunikation und Schulungen und hier Heilenergie, Heilkraft und Heilung, und handelt sich hier auch um Bildung, eine höhere Bildung. Und das würde bedeuten, die medizinische Bereich. Wer war diese Chiron? Das ist ein Kentaur, halb Pferd und halb Mensch. Und das ist das Symbolbild für die Tierkreiszeichen Schütze. Ich erzähle dazu diese Geschichte zum Näherbringen. Chiron wurde geboren, sein Vater ist Saturn und seine Mutter ist eine Nymphe. Aber Rhea, die Ehefrau von Saturn, hat entdeckt, dass Saturn fremdgegangen ist und Saturn hat sich zurückgezogen. Und war diese schwangere Frau, diese Nymphe, quasi alleine gelassen und wurde Chiron geboren. Und diese Frau gebar diese Kentaur, halb Pferd, halb Mensch, und sie hat ihren Sohn so hässlich gefunden, dass sie sofort verwandelt hat in einen Lindenbaum. Und das Baby war da alleine gelassen ohne Mutter, ohne Vater. Dann kam Apollo, der Sonnengott, und hat zu sich genommen und hat großgezogen. Und das vieles hat ihm beigebracht, vor allem die Weisheit, die Musik, die Kunst, aber das Beste war die Heilung. So wurde Chiron als Ratgeber für anderen, für Götter und Helden, war die große Ratgeber und war der größte Heiler überhaupt. Und Chiron konnte alles heilen, jeder heilen, nur sich selbst nicht. Später kam durch einen Unfall von einem giftigen Pfeil, wurde verletzt, kam dazu noch die körperliche Verletzung und das konnte er auch nicht heilen in sich selbst. Das war diese dieser seelische Schmerz durch seine Geburt und dann kam dieser körperliche Schmerz durch diesen Unfall
und bat später Zeus um das Sterblichkeit, weil er wollte nicht mehr leben. Und Zeus hat gesagt, gut, übergib deine Unsterblichkeit an Prometheus. Und das hat er auch getan. Und Zeus hat auch aus Dankbarkeit ihn im Himmel gesetzt und hat unsterblich gemacht und symbolisiert die Tierkreiszeichen Schütze. Und das ist die Heilenergie, die Heilkraft. Im Horoskop zeigt sich, wo weh tut. Und das ist für dich das Loslassen. Du neigst zu vieles festzuhalten. Und wo weh tut, wenn du dein Wissen nicht vermitteln kannst. Du spürst innerlich, dass du weise bist. Und du könntest vieles lernen und das Wissen vermitteln, eine höhere Bildung. Und wenn das von dir genommen wird, und in dieser Richtung zeigt die Rückläufigkeit, was die alten Karma symbolisiert, diese Rückläufigkeit, das heißt, in früheren Leben warst du auch klug und weise und du wolltest studieren oder wolltest dein Wissen vermitteln und es wurde eingeschränkt. Entweder durftest du nicht studieren oder warst du weise und war eine Zeit, wo das Wissen dürfte man nicht vermitteln, weil das war verboten zum Beispiel. Könnte auch sein. Und jetzt ist wichtig, und deine Seele hat diesen Schicksalsweg ausgesucht, du möchtest studieren. Und du kannst studieren, wenn du deine Angst loslässt, wenn du von vielen Dingen loslassen kannst und befreist du von all das, was dich bedrückt. Und von allem befreist du von solchem Gedanken, ich kann das eh nicht, sondern bleibst im Vertrauen, weil das ist dein Schätze und nimm diese Schätze im Bewusst und studiere. Und später kannst dein Wissen für anderen vermitteln. Was wichtig ist, das ist die Lilith-Energie. Mond kreist um die Erde und wenn Mond erreicht die weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen in seiner Umlaufbahn, dann erreicht ein Energiefeld und dieses Energiefeld heißt schwarzer Mond oder die Schwester des Mondes oder Lilith-Energie. Wenn die Mond in diesem Bereich sich bewegt, löst bei uns etwas aus und das sind unsere Wünsche, Sehnsüchte, eine tiefe Bedürfnis oder Wunsch, aber wir neigen dazu davonlaufen, weil wir das nicht zutrauen. Und diese Lilith-Energie bei dir befindet sich in Tierkreiszeichen wieder im sechsten Lebensbereich. Und das wäre dein Beruf, Berufung. Du hast eine Vorstellung, deine Berufung zum Leben. Das ist ein tiefes Wunsch in dir. Und mit diesem Lilith-Energie ist die Neigung da, davonlaufen. Ich traue mich das nicht zu. Und diese Lilith-Energie steht in Verbindung zu deinem Neumond, zum Sonne und Mond, weil das liegt genau gegenüber. Und das kannst du so vorstellen, wenn Lilith die weiteste Punkt ist, aus der Erde aus gesehen, was die Mond überhaupt erreichen kann, und in dein Geburtshoroskop war Mond genau gegenüber, dann heißt, dass diese Neumondposition in deinem Geburtsmoment
ganz nah zu der Erde war. Und dieser weiteste Punkt ist ganz, ganz weit weg. Und dieses Energiefeld zeigt dir, das ist realisierbar, das ist Erde. Diese Energie ist ganz nah zu Erde. Sonne, Mond war in deinem Geburtshoroskop erdnah. Also es ist realisierbar. Und diese Lilith-Energie spiegelt dir etwas. Und ein Hinweis, schau in diesem Spiegel, das ist für dich enorm wichtig, deine Berufung zum Leben. Und achte auf die Widerenergie, sei mutig, überleg nicht lang, stürme voran und lebe deine Berufung. Und das ist das Wissen, die Weisheit, die Geheimnisse und die Heilung. Und das hast du in früheren Leben nicht zugetraut, zeigt dieser rückläufige Chiron, und das tut weh. Das tut verdammt weh. Und deine Seele hat jetzt diesen Schicksalsweg ausgesucht und deine Seele flüstert dir, diesmal mache ich das. Und genau das spiegelt die Lilith-Energie hier im Widder im Bereich Arbeit. Bevor ich jetzt noch erkläre, welche Fixsternen einen Einfluss haben auf deine Persönlichkeit, auf dein Schicksal, auf dein Leben, möchte ich noch diese Engel hier in die Mitte erklären. Kabbalah ist die Weisheit, die Judentum und die Ordnen, die Engel. Das ist ein System und jeden Tag herrscht ein Engel. Und in diesem Tag, wo du geboren bist, wurde beherrscht von Engel Ha-Amiach, hat die Zahl 38, das wird auch nach Zahl zugeordnet, und das ist dein persönlicher Schutzengel. Dieser Engel ist die Engel der Hoffnung, ist auch ein Schutzengel und dein persönlicher Schutzengel. Engel der Suchenden und begleitet Menschen im spirituellen Weg. Engel der Wunscherfüllung, Engel der Glückseligkeit und Zufriedenheit, bringt Schönheit, Frieden und Harmonie in unserem Leben, hilft ungewöhnliche Begegnungen, führt uns den Weg zu Wahrheit, schützt uns vor negativen Energien und enthüllt die Geheimnisse des Lebens. Das ist dein Schutzengel. Dein Aszendent wird von Saphir bestrahlt. So wie Saphir als Edelstein gilt und sehr wertvoll ist, genau das ist die Aussage diesem Stern. Du bist edel und wertvoll, wie ein Saphir. Mond hat einen Einfluss von Zaniach und dieser Stern vermittelt etwas, Ehre und Ordnung. Du brauchst Ordnung in dein Leben und du hast dieses Bedürfnis, Ehre zu bekommen. In chinesischer Astrologie heißt dieser Stern vertrete die Gerechtigkeit. Mars im Schütze zeigt im Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße und das sind die Wünsche und das soll die Orientierung sein. Saturn wird bestrahlt von südlichen und nördlichen Schale. Und das kannst du so vorstellen, diese beiden Sternbilder, südlichen Schale und nördlichen Schale, steht zu Waage, aber zum Skorpion auch. Das kommt darauf an, von welcher Richtung wir das betrachten.
Wenn wir von der Seite von Jungfrau betrachten, dann sehen wir die beiden Waageschale, die Tierkreis zeichnen Waage. Wenn wir von der Seite von Skorpion betrachten, dann ist dieselbe Sternbild symbolisiert, die Schere des Skorpions. Und hier bei diesen beiden Waageschale bedeutet etwas abwiegen und im inneren Gleichgewicht bleiben. Dieser kleine Planet Chiron, wo zeigt, wo dir weh tut, wird von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran gilt von dem einen von den vier königlichen Sternen. Aldebaran dient als Wegweiser. Ein ganz hell leuchtenden Stern im Himmel. Und wenn Aldebaran aufgeht, dann folgen die Plejaden. Also er gilt als Wegweiser. Und das ist dein Weg, die Heilung. Und Aldebaran, dieser königliche Stern, befindet sich im Tierkreiszeichen Stier. Und das ist nichts anderes als die Auge des Stieres. Öffne dein Auge an die Heilung, dein Wissen, dein Studium und vermittle dein Wissen. Gib das weiter, weil diese Weisheit hast in dir. Und hier liegt dein karmischen Knoten, zwar das neue Weg, was deine Seele ausgesucht hat, aber du hast auch eine alte Karma und die alten karmischen Erfahrungen und das liegt genau gegenüber in Tierkreiszeichen Schütze und wird von den Schlangenträger bestrahlt, Asklepios. Und mit diesem Energie kommt die alten Karma, da hast du die alten karmischen Erinnerungen in dir und das ist die Heilung. Asklepios wurde von Chiron belehrt. Chiron ist der größte Heiler und Asklepios ist der himmlische Arzt, hat einen Bezug zum Heilung und Medizin. Und hier hast du die karmischen Erinnerungen. Und das liegt alles im Verborgenen. Und die Aufgabe ist, oder das Weg, was deine Seele ausgesucht hat, das lebendig machen und das Vertrauen und in diesem Weg zu gehen, weil das befreit dich, das macht dich glücklich, dann lebst du deine Berufung. Welche Verbindungen hast im Horoskop? Sonne und Jupiter steht in einer gewissen Spannung. Sonne symbolisiert dein Selbst und Jupiter deinen inneren Sonne, deine Größe. Das ist das Problem, dass du mit deinen Größen nicht bewusst bist und du traust es nicht zu. Und du sollst zu deinen Werten stehen, hast auch hier die Lernaufgabe und jetzt habe ich beschrieben deine Begabung. Dein Sonnenmond, dieser Neumond, steht von Lilith-Energie gegenüber, das habe ich erklärt. Du bist im Neumond geboren, Venus steht in einer wunderbaren Verbindung zum Neptun und das ist deine Kreativität, deine Intuition, deine Inspiration, also du bist auch künstlerisch begabt. Das ist eine sehr schöne Verbindung. Und Saturn bestrahlt dein Aszendent, dein Selbst auch sehr gut, stärkt dich, steh zu dir selbst. Dann bekommst du auch Respekt, dann bist du auch ernst genommen. Liebe Asuaria, das war die zweite Teil des Horoskopes, also dein Geburtshoroskop und die dritte Teil kommt dann Jahreshoroskop. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.